Ja, Johannes. guten Tag auch von meiner Seite. Wir vier sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des GND4C-Projekts. Mit Kurzwieten werde ich Ihnen die Referentinnen dieses Tages vorstellen, Martha, dieser Session vorstellen, Martha Rosenkötter und Jens Lille. Martha Rosenkötter ist Kunsthistorikerin und Bibliotheks- und Informationswissenschaftlerin und arbeitet am Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv, Foto Marburg. Sie war da in den letzten Jahren für Datenpflege und den Ausbau fachspezifischer Terminologien und Normdaten verantwortlich und arbeitet seit 2008, seit Bestehen des Projektes, in dem Projekt GND4C und ist für das Fallbeispiel der Bauwerke zuständig. Jens Lill ist Diplom-Bibliothekar mit Nebenfach Museumsdokumentation und er arbeitet seit 2006 im MUSIS-Team am Bibliotheksservicezentrum Baden-Württemberg. Und dort betreut er vor allen Dingen und berät Museen bei deren Objekterfassung und ist für die Thesaure und die Anbindung an die Normdaten zuständig. Auch er seit 2018 im GND4C-Projekt und dort für das Fallbeispiel der Personen als Entität verantwortlich. Und Jens Lill ist es auch, an den ich jetzt übergebe. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vorab vielleicht noch ein paar Worte zur Agenda der ersten Session, wie Sie sie hier auch sehen. Diese ist in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil mutet vom Titel her etwas philosophisch an. Es geht aber darum, in ja, drei Schaubildern und über die Klärung verschiedener Fragestellungen auf einige Aspekte der Agenturgenese einzugehen. Das sozusagen als Prolog, denn im zweiten Teil stellen sich dann die beiden neuen Agenturen, die im Rahmen von GND4C entstanden sind oder auch im Entstehen sind, dann auch vor. Danach beantworten wir dann einige Fragen aus dem Chatverlauf, also ja auch der Hinweis, dass Sie dann während wir quasi präsentieren, gerne schon Fragen in den Chat schreiben können. Gefolgt von einer 10-minütigen Biopause, um mal kurz durchzulüften und sich zu sammeln, bevor es dann im dritten Teil um die Lessons Learned geht, gefolgt nochmal von einer Fragerunde aus dem Chat, sowie abschließend dann noch einige Hinweise zum Ausblick und zur Dokumentation, dieser Veranstaltung im Nachgang zur GNDcon auch. Ja. In den nächsten 10 Minuten möchte ich Sie zunächst auf einige Fragenstellungen rund um das Thema GND-Agentur mitnehmen. Fragestellungen wie, was ist denn eigentlich eine GND-Agentur? Welche Agenturen gibt es denn schon bereits? Wie wird man eine Agentur und welche Gründe kann es dafür geben, Agentur zu werden? Und was bedeutet es überhaupt, Agentur zu sein? Welche Erwartungshaltungen sind daran geknüpft? Welche Aufgaben, Rechte und Pflichten hat man als Agentur? Einige Antworten darauf lassen sich auch auf den Infoblättern zur GND nachlesen, die wir auch auf unserer Minicon-Seite für Sie verlinkt haben und von den Kollegen in den Chat auch gepostet werden können. Ja, was ist eigentlich eine GND-Agentur? Um das zu klären, muss man sich zunächst mal die bisherige Struktur bzw. auch den formalen Rahmen für die Organisation der GND in der GND-Kooperative vergegenwärtigen und findet darin bereits Akteure wie die Verbundzentralen der Bibliotheksverbünde oder bestimmte Fachredaktionen, die für einen bestimmten Teilnehmerkreis koordinierende Tätigkeiten innerhalb der GND-Kooperative übernehmen. Ja, sie dienen als Kontaktstelle für aufkommende Fragen zur GND oder zu Regelwerken. Sie bieten Schulungen an, sei es zur GND selbst oder zu den Regelwerken. Sie organisieren verteilte Redaktionen oder bringen auch Anforderungen aus dem Teilnehmerkreis in die entsprechenden GND-Gremien ein und arbeiten auch in diesen Gremien oder Arbeitsgruppen mit. Agenturen sind also Mittler für die ihnen angeschlossenen Einrichtungen, die an der GND mitarbeiten.
In dieses Gefüge nun gilt es, die neuen Pilotagenturen zu integrieren, formal wie administrativ. Dazu sind intern im Rahmen des GND4C-Projekts in den vergangenen Monaten schon etliche Dokumente mit der Beschreibung von Prozessen, Geschäftsgängen, Abläufen, Checklisten und so weiter entstanden, beziehungsweise werden oder müssen noch entstehen, um die Vorgehensweise auch transparent darstellen zu können. Ein Beispiel hierfür sind die Steckbriefe für GND-Agenturen, die als Grundlage gedient haben für die Partnerbeschreibung auf der GND-Network-Seite. Ja, bislang beruht vieles auf informellem Wissen, das nun seitens der GND-Zentrale und dem GND4C-Projekt dokumentiert wird und vorerst für den internen Gebrauch seine Umsetzung als, ja, wir haben es mal, Prozesslandkarte findet. Um weiter im Bild zu bleiben, wir als Pilotagenturen treten die vorhandenen Pfade also etwas breiter, wir ebnen neue Wege, denen nachfolgende Agenturen leichtfüßiger folgen können. Und am Ende springt dann vielleicht so etwas wie eine Prozesslandkarte zur Agenturgenese heraus, als zertifizierter Wanderweg. Oder um es etwas plakativer mit einem leichten Augenzwinkern zu sagen, der Hitchhiker's Guide into GND. Wie wird man nun Agentur und welche Gründe kann es dafür geben? Unser Weg hin zur Gründung von GND-Agenturen für die Belange von Kultur- und wissenschaftlichen Einrichtungen wie Museen, Archive, Universitätssammlungen, Denkmalbehörden und so weiter ist als Ziel ja vom Projekt GND für Kulturdaten vorgegeben. Nicht unbedingt, was die inhaltliche Ausgestaltung anbelangt. Da werden wir Ihnen im Anschluss ja gleich noch zwei unterschiedliche Ansätze vorstellen. Aber eben, dass sich aus dem Kreis der Projektpartner Pilotagenturen formieren, um dann in der zweiten Projektphase, die wir für ja, den August dieses Jahres erhoffen, den Start erhoffen, vor allem auch die Aufwände und ja, der Ressourcenbedarf, mögliche Finanzierungsmodelle oder das Zusammenspiel mit anderen Funktionsträgern im GND-Network dann auch beurteilen lassen können. Die Entscheidung, selbst Agentur werden zu wollen, mag von ganz unterschiedlichen Fragestellungen oder Anlässen geprägt sein. Dass zum Beispiel eine Einrichtung einer bestimmten Fachcommunity oder Sparte bislang keine Möglichkeit hat, Normdaten aus ihrem fachlichen Kontext in die GND einzubringen oder gar neue Entitätstypen modelliert und abgestimmt werden müssten. Oder dass eine Einrichtung ja, Entwicklungspotenzial in einem bestimmten Bereich der GND sieht und diesen durch langjährige Erfahrung im Umgang mit Normdaten, Standards, Regelwerken, Datenmodellen gegenüber anderen Einrichtungen vertreten kann und auch will. Oder dass sie als Einrichtung sowieso schon eine ähnliche koordinierende Funktion wie die bisherigen bibliothekarischen Agenturen einnehmen und einen Teilnehmerkreis vertreten, der neue Datenbestände in die GND einbringen möchte. Ja, der hier im Schaubild skizzierte Weg mag auf den ersten Blick vielleicht abschreckend, bürokratisch und langwierig anmuten, aber man muss sich auch gewahr sein, dass man als GND-Agentur ja nicht vom Himmel fällt. Es ist nicht allein mit der Zeichnung der Kooperationsvereinbarung getan. Es geht dem ja auch eine gewisse Genese voraus. Zuvor hat man innerhalb einer fachlichen oder spartenbezogenen Community zum Beispiel Bedarfe in der GND identifiziert, die sich bislang nicht oder nicht ausreichend genug darin wiederfinden. Das Thema wird bislang auch von keiner anderen bestehenden Agentur abgedeckt, an die man sich wenden könnte. Nach Rücksprache mit der GND-Zentrale gründet sich dann eine Interessensgruppe und kann sich fortan bereits als Gast mit seinem Anliegen in den GND-Ausschuss einbringen und in Arbeitsgruppen mitwirken.
Das mag vielleicht schon ausreichend sein für viele. Für die Neugründung einer Agentur bedarf es dagegen auch noch einer Prüfung des Konzepts im Standardisierungsausschuss. Ja, Verlässlichkeit, Qualitätssicherung, Regelkonformität, Verantwortung für Datenpflege, das sind nur einige Schlagworte, die es als Agentur zu erfüllen gibt. Und damit einhergehen dann auch Anforderungen an einen nachhaltigen Personaleinsatz, Kenntnisse der Regeln und Standards sowie des Datenmodells. Die nächste Folie, Martha. Genau, was die Ausgestaltung des Serviceportfolios als Agentur anbelangt, ist, ja, so wird es im Wesentlichen von deren Trägern auch abhängen. Dieses Schaubild hier, wir nennen es den Agenturenaufgabenbaum, zeigt nur eine idealtypische Darstellung, die GMD-Agenturen ihren Sparten und Communities anbieten können. Gerade als neue Agentur wird man anfangs nur eine Teilmenge dieser Dienste und diese auch in sehr unterschiedlicher Ausprägung anbieten können. Was als GNT-Agentur aber auf jeden Fall gewährleistet sein muss, ist, dass neu eingebrachte Normdatensätze den Qualitätsstandards der GND genügen. Und damit überleitend auch, das war jetzt quasi so der Prolog, auch gleich der Part der Agenturvorstellungen. Ich werde zunächst die Agentur Leo BW Regionalvorstellung vorstellen und danach folgt dann meine Kollegin Martha Rosenkötter mit der Agentur gegen die Agentur für Bauwerke. Und wie gesagt, gleich im Anschluss daran gibt es dann auch schon die erste Fragerunde aus dem Chatverlauf, also zögern Sie nicht, Ihre Fragen zu stellen. Ja, die Ausgestaltung der GND-Agentur Leo BW Regional als Agenturkooperation beruht auf einer langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft und Zusammenarbeit der beiden Landeseinrichtungen Landesarchiv Baden-Württemberg und Bibliotheksservicezentrum Baden-Württemberg und war für uns somit naheliegend. Beide Einrichtungen bringen ihre jeweils Community- und projektspezifische Sicht in die GND-Agentur ein. Das LABW ist Koordinationsstelle für die spartenübergreifende Kulturgutplattform Leo BW, die einschließlich des Netzwerks aus aktuell 38 Einrichtungen auch den Ausgangspunkt und den Bezugsrahmen für die Pilotagentur bildet. Darüber hinaus kann auf die Datenexpertise der am LABW angesiedelten DDB-Fachstelle Archiv beziehungsweise auf relevante Erkenntnisse aus der fachlichen Verantwortung für das Archivportal D zurückgegriffen werden. Das BSZ ist Dienstleister für wissenschaftliche Bibliotheken, Archive und Museen und seit langem bereits Partner der GND-Kooperative. Es bringt seine Erfahrungen als GND-Agentur für die Teilnehmer am Südwestdeutschen Bibliotheksverbund beziehungsweise in der K10+-Kooperation ein, sowie auch die Datenexpertise aus dem Musisverbund. Das Motto von uns oder das Motto der Agentur bestand eigentlich von Anfang an darin, bestehende Strukturen nachzunutzen, weshalb auf der folgenden Folie näher auf Leo BW eingegangen werden soll. Genau, Leo BW ist das landeskundliche Informationssystem für Baden-Württemberg und zugleich das zentrale Kulturgutportal des Landes. Federführend in der Umsetzung und Steuerung von Leo BW ist es das Landesarchiv Baden-Württemberg. Es handelt sich bei Leo BW um eine etablierte Infrastruktur, die sich das Land 2012 zum 60. Geburtstag, Jubiläum der Landesgründung, selbst geschenkt hat. Es ist offen für alle Einrichtungen mit relevanten landeskundlichen Inhalten,
worin dann auch die regionale, dafür aber eben spartenübergreifende Ausrichtung unserer Agentur begründet ist. Und hervorzuheben sei noch die Normierung von Orts- und Personenbezügen mit der GND, sodass hierauf auch ein gewisser Fokus bei der Datenredaktion bei uns liegt. Motivation ist es uns, die Metadatenqualität der Partnereinrichtungen zu verbessern, Grundlagen für eine bessere Vernetzung von Datenbeständen zu schaffen, ja, die voneinander abgeschirmten Datensilos zu vermeiden, wie es Harald Sack in seiner Keynote am Montag auch erwähnt hat, also Brücken zu bauen im Netzwerk der Kultur und Wissenschaft. Und dafür eben die Normdatenbedarfe der Partnereinrichtungen im Rahmen unserer Möglichkeiten als Agentur auszubauen. Die Ziele der Agentur, habe hier nur eine Auswahl mal auf die Folie gebracht, ist, dass wir als Agentur uns schon als ja, GND-Kompetenzzentrum in Baden-Württemberg für den CLAM und für den CLAM-Bereich und für Forschungsinstitutionen etablieren wollen. Das spricht aber tatsächlich nur die nicht-bibliothekarischen Sparten an. Also den Bibliothekspart, den überlassen wir gerne weiterhin den Kolleginnen am BSZ und wollen denen die Arbeit nicht wegnehmen. Wie gerade eben schon angesprochen, ist auch ein Ziel eben die Verbesserung der Metadatenqualität der Partnereinrichtungen. Sei es als ja, Dreh- und Angelpunkt stellt sich dabei bei uns die GND-Webformulare dar. Einfach weil das eine niedrigschwellige Partizipationsmöglichkeit darstellt, weil keine Regelwerkskenntnisse vonnöten sind, um Daten anzulegen, um GND-Datensätze anzulegen. Oder eben auch der Abgleich von Datenlieferungen, das Zurückspielen von Matches an die Datenlieferanten oder das Überreichen einer Kandidatenliste für neue GND-Sätze an die DNB, wobei dieser Part noch im Aufbau ist. Wir fokussieren natürlich stark auf regionale Normdatenbedarfe und unsere Gremien- und Regelwerksarbeit in der GND-Kooperative findet aus Sicht der Archiv- und Museums-Community dann auch statt. Eine große Herausforderung wird es sein, Finanzierungsmodelle für einen nachhaltigen Agenturbetrieb zu erarbeiten, beziehungsweise generell im Projekt auch bei den Verwaltungs- und Entscheidungsträgern der Partnereinrichtungen ja, das Bewusstsein für eine grundlegende und dauerhafte Förderung der Arbeit an oder mit Normdaten zu bilden. Von der Struktur her habe ich mal ja die Hauptmerkmale hier aufgeführt, die unsere Agentur Leo BW jetzt unterscheiden gegenüber der nachfolgenden Vorstellung der Agentur Bauwerke. Wie gesagt, es handelt sich um eine Agenturkooperation von zwei Einrichtungen, die ja regional ausgerichtet ist, dafür aber spartenübergreifend agiert, mit, ja, sag ich mal, wir sind momentan so unser eigener Kundenkreis. Wir sind ja erst oder seit Ende letzten Jahres am Start und mit den Standorten, den verschiedenen Standorten im Landesarchiv und dem Musisverbund, ja, haben wir eben unseren eigenen Kundenkreis, sind aber in puncto Redaktionsarbeit schon ganz schön ausgelastet. Als wichtigster Punkt sei aber hervorgehoben und Martha Rosenkötter wird darauf auch nochmal eingehen, weil es sie in anderer Art betrifft. Ein wichtiger Punkt für uns ist, dass es aus unserer Sicht sowohl im Werten der Agentur als auch im Sein der Agentur absolut hilfreich und notwendig ist, eine erfahrene Agentur aus dem Bibliotheksbereich an seiner Seite zu wissen oder auch als Rückhalt zu haben. Dafür mal an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die Kolleginnen im BSZ.
Ja, und darüber hinaus spielen natürlich auch die Zusammenarbeit oder Kooperation mit weiteren Stakeholdern eine Rolle, wie zum Beispiel in Fachstellen der DDB oder weiteren neuen Agenturen eventuell, die uns hoffentlich recht zahlreich nachfolgen werden. Ja, mit diesem Schaubild möchten wir keinesfalls Werbung machen für eine bestimmte Burgerkette. Diesen Pfundskerl nennen wir intern übrigens nur noch den Mittler. Gleichwohl passt das Bild aus dem unteren und mittleren Managementbereich ganz gut in die anbrechende Mittagszeit und illustriert treffend die Lage zwischen den Brötchenhälften, auf deren Ausgestaltung es im Rahmen der Agenturarbeit besonders ankommt und sich je nach Agenturprofil auch unterschiedlich gestalten kann. Eingefasst einerseits durch die Stakeholder und Trägerschaft unserer Agenturkooperation, andererseits durch die heterogenen, spartenübergreifenden Kundenkreis, ergibt sich das in Auszügen dargestellte Serviceportfolio auf der linken Seite, das für den Anfang eigentlich schon recht umfangreich angelegt ist. Unsere Fokussierung liegt derzeit im ersten halben Jahr unseres Bestehens bislang in den Bereichen Beratung und Information, sowie aber vor allen Dingen in der Redaktion und Schulung und der Qualitätssicherung der eingegebenen Daten in die GND. Ja, und damit übergebe ich erstmal an Martha Rosenkötter für ihre Vorstellung der GND-Agentur Bauwerke. Vielen Dank. Bis dahin. Ja, vielen Dank, Jens. Ich möchte Sie nochmal darauf hinweisen, Sie dürfen jederzeit Fragen stellen. Falsche Fragen gibt es nicht. Wir werden Sie dann gleich im Anschluss in meine Präsentation darauf eingehen. Ja, die Agentur Bauwerke speist sich projektbedingt aus dem Portfolio des Deutschen Dokumentationszentrums für Kunstgeschichte, dem Bildarchiv Foto Marburg, als Partner auch in GND4C für das Fallbeispiel der Bauwerke. Hier nun ein paar Worte kurz zu den wichtigsten Basisbausteinen, die wir aus dem reichen Erfahrungsfundus des DDK für unsere Arbeit in GND4C und der Agenturgründung ziehen können, damit Sie ein besseres Verständnis auch von unserem Aufgabenportfolio haben. Das DDK hat den Auftrag, Fotografien zur europäischen Kunst und Architektur zu sammeln, zu erschließen und zu vermitteln. Es ist eine international agierende Forschungs- und Serviceeinrichtung mit über 80 Partnerinstitutionen. Das DDK betreibt Forschung am visuellen Kulturgut und seiner medialen Transformationsprozesse und wird getragen von der Philipps-Universität Marburg und hat somit auch einen Schwerpunkt in Forschung und Vermittlung. Es ist aber auch gleichzeitig Aggregator für kleinere Museen und Forschungseinrichtung für die Deutsche Digitale Bibliothek und unterstützt die Dokumentationsarbeit an Museen, Denkmalämtern, Bibliotheken und Forschungseinrichtungen. Nicht zuletzt ist das Bildarchiv bekannt für seine Datenkuration, Dokumentation und Publikation von Kunst und Architektur Europas im Verbundportal bildindex.de. Dieses reiche Portfolio an Erfahrungen, besonders im Bereich von Kunst und Architektur Europas, bildet die Basis, aber auch gleichzeitig unsere Motivation innerhalb des Projektes und somit der Agentur Bauwerke. Denn durch das DDK-Netzwerk, also der Expertise im Bereich Bau und Kunstwerken und den mittlerweile 180 Jahren Praxiserfahrung im Bereich Sammlung, Erschließung und Vermittlung, entsteht auch die Anforderung an den Ausbau der GND, insbesondere im Bereich der Bauwerke. Dieses Netzwerk speist sich durch die Teilhabe von Projekten, die auch für die Agentur von großer Bedeutung sind, wie NFDI for Culture, dem Korpus der barocken Deckenmalereien in Deutschland, CONDA für kontinuierliches Qualitätsmanagement, von dynamischen Forschungsdaten zu Objekten der materiellen Kultur unter Nutzung von LIDO als Standard, also Lightweight Information Description Objects, ein XML-Schema zum Austausch und Harvesten von Metadaten für Museums- und Sammlungsobjekten.
Die Datenpublikation manifestiert sich in unterschiedlichen Portalen, wie zum Beispiel auch einer fotobezogenen Sicht im Bildindex.de, aber auch dem Grafikportal und dem digitalen Porträtindex. Und über Projekte wie dem DEHIO Digital fördern wir nicht nur den Zugang, sondern auch den damit verbundenen Ausbau verlinkbarer, etablierter Informationsgutes deutschlandweit. Das Bildarchiv ist aber auch nicht nur dann Aggregator, sondern auch Teil der AG Daten und möchte auch zukünftig zusammen mit den DDB-Fachstellen weiter zusammenarbeiten, in der Hoffnung, bald auch eine DDB-Fachstelle Denkmalpflege am DDK selber zu etablieren. So speist sich die Basis der Agenturbauwerke und wird erweitert durch die Bedarfe und Aufträge aus GND4C. Retrospektiv betrachtet hier ein kleiner Ausschnitt aus der Präsentation mit meiner Kollegin Angela Kailus vom DDK auf der GNDCon 2018. Der Ausbau der GND für Bauwerke zum Knotenpunkt im semantischen Kulturdatennetz sehen wir immer noch als unseren Auftrag. Vor 3 Jahren am Beispiel der Elisabethkirche hier in der Mitte zu sehen und ihrer mannigfaltigen Beziehungen innerhalb von Forschung und Wissenschaft visualisiert, ergab sich ein mannigfaltiges Netzwerk, das Forschungsprojekte, Museumssammlungen, archivalisches Gut und denkmalpflegerisches Fachwissen verknüpfen. All diese Institute und Forschungsprojekte haben gemeinsam, dass sie ihr fachliches Wissen oft, wie Harald Sack ja auch schon betont hat, in lokalen Silos ablegt, um aus diesen Wissenssilos zugängliche und verknüpfbare Informationen zu machen, braucht es einen gleichen Nenner und zusätzliche Anlaufstellen, also Hilfestellen, um dieses Netzwerk untereinander zu verknüpfen. Daraus ergibt sich ein übergeordneter Auftrag, den ich kurz in einem kleinen Ritt durch GND4C und seinen Bausteinen zeigen möchte. Hauptziel des Projektes ist die Öffnung der GND für die Kultur- und Forschungseinrichtungen. Man kann es nicht oft genug betonen. Und basierend auf den bisherigen etablierten Organisationsstrukturen und abgestimmten Regeln und Workflows sowie den technischen Formaten und Umgebungen der Bibliotheken und der Teilhabe von Communities entstand im Projekt neuer Ansatz zum Ausbau und zur Pflege der Normdatei und ihre Nutzbarkeit zu erhöhen. Dies betrifft insbesondere den Ausbau interdisziplinärer Kommunikation, Kooperationsmodellen, die weiterentwickelt werden müssen, und Datenmodellen sowie den Schnittstellen und Werkzeugen, an denen wir arbeiten. Für das Fallbeispiel Bauwerke heißt das zusätzlich, einen quantitativen und qualitativen Ausbau hochwertiger Bauwerknormdaten für die Forschung als Knotenpunkt im semantischen Kulturdatennetz. Dazu konkretisieren wir in der zweiten Projektphase anhand der Agenturen im Hinblick auf die Schnittstellenfunktion der Agenturbauwerke zwischen Akquise und Umsetzung und Entwicklung. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Agentur, wie auch schon von Jens Lill vermerkt wurde, eine Art Sandwich-Position einnimmt. Ich blende Ihnen hier gerade mal nur ein paar Auszüge aus den Aufgaben, auf die ich jetzt näher eingehen möchte. Wir haben eine gewisse Stakeholder, die wir bedienen müssen, und einen gewissen Kundenkreis, den wir bedienen möchten. Unser Portfolio, wie gesagt, nur ein kleiner Auszug, besteht vor allen Dingen aus der Redaktionsarbeit, die wir anvisieren. Dazu zählt eine Level 1 Redaktion für Bauwerke und die Förderung von weiteren GND-Agenturen, die Bauwerksredaktion übernehmen möchten. Dazu haben wir ein Konzept für den Eigenbedarf des DDK unter Leitung der Agentur entworfen, das wir derzeit prüfen. Also die Umsetzung prüfen wir. Wir übernehmen also die Verantwortung und beginnen mit der Sacherschließung von Bauwerken und bauwerksbezogenen Objekten am DDK probeweise selbst. Im Bereich Standardentwicklung setzen wir auf Lido und die bisherige GND-Ontology und wollen diese in einem GND-Anwendungsprofil für Bauwerke zur Verfügung stellen. Unsere Gremienarbeit bezieht sich unter anderem auf das frisch gegründete Expertenteam Bauwerke und die Ausschüsse der GND sowie die Teilhabe an Agidaten vorerst.
Denn wir wollen mithilfe eines internationalen Netzwerkes von Experten auch die Prozesslandkarte zur Teilhabe an der GND bald bereitstellen, damit auch Sie die Wege zur Agenturgründung machen können, trotz individueller Anforderungen. Im Bereich technische Infrastruktur entwickeln wir ein Matching-Format für Bauwerke mit Unterstützung von Projekten wie Conda und dem DEHIO Digital, um das Matching und Mapping zukünftig besser maschinenlesbar zu machen in der GND-Toolbox. Dazu bereiten wir derzeit anhand der Daten aus unserem Fallbeispiel, dem Landesdenkmalamt Bremen, die lokalen Begriffslisten in eine Art Basisvokabular zur Identifizierung von Bauwerken nach den Regelwerken der Bibliotheken auf. Dies ist zunächst ein Extra-Support für das LAD Bremen. Die Liste, die dabei entsteht, soll jedoch anhand neuer Datengeber stetig weiter wachsen. Zusätzlich bieten wir natürlich auch Beratung und Informationsleistungen an in Form einer GND-Kontaktstelle für Einrichtungen bundesweit und natürlich eine Ausweitung des Informationsmaterials. Doch der Weg ist noch weit, denn wir brauchen in erster Linie die Hilfe von der Kooperative, also eine konkrete Mentorenredaktion, die uns bei den ersten Schritten in Richtung Pilotbetrieb unter die Arme greift und auch vielleicht bestimmte Redaktionsschritte für uns übernimmt. Muss das eine Verbundzentrale sein oder geht das auch ohne? Es ist noch nicht ganz klar und wir sind noch hierbei am Testen und ausloten, inwieweit wir uns da noch weiterentwickeln und mit wem. Wir brauchen die Anerkennung der Fachexpertise durch die Bibliothekswelt und damit auch die Bereitschaft für eine gemeinsame Veränderung. Das bedeutet auch mehr Teilhabe, mehr Geduld, aber auch einen engeren Austausch mit internationalen Experten, um die Transparenz zu steigern und die Diversität auch in den Gremien abzubilden. Transformationsprozesse sind kostspielig und aufwendig. Wer finanziert das alles? Und ist das auch eine Serviceleistung einer Agentur? Oder muss das nicht vielleicht auch der Kunde bei sich selber verbessern? Wir haben bis jetzt viel erreicht und wir stellen, glaube ich, die richtigen Fragen. Und dank Ihrer Teilhabe kommen wir hoffentlich noch ein Stück weiter. Doch der Weg ist noch weit. Momentan stehen wir an der Schwelle zur Aufnahme in die GND-Kooperative. Unser Tor auch für mehr Hilfe und Mitwirkung der teilnehmenden Bibliotheksverbünde. Und wir hoffen, dass wir so vielleicht eine Mentorenagentur finden, die uns schlussendlich dabei hilft, eine Pilotagentur gründen zu können. Doch das ist auch nur ein weiterer Schritt in der Kette eines komplexen Prozesses. Wir hoffen, ihn für Sie mit genügend Rückfragen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, Ihnen bald eine Landkarte an die Hand geben zu können, dass Sie selbst auch Agentur oder Redaktion werden können. Und bis dahin bitten wir weiterhin um Ihre Teilhabe vor allem, aber auch Ihre Geduld und Ihr Vertrauen in den Prozess. Zum Schluss möchte ich noch eine kleine Gegenüberstellung aufzeigen von unseren beiden Brötchen, um Ihnen nochmal zu verdeutlichen, dass wir dasselbe Ziel haben, aber doch unterschiedlich aufgestellt ist und dass das auch gut so ist. Und somit übergebe ich schon mal an die Fragerunde und frage in off, ob es denn schon Fragen gibt. Vielen Dank. Ja, Martha, vielen Dank für deine Erläuterung. Wir sind ja auch ganz gut in der Zeit. Es sind ein paar Fragen reingekommen, aber wie gesagt, da wir ganz gut in der Zeit sind, können wir uns ja auch Zeit lassen bei der Beantwortung. Ein paar davon sind sehr schnell zu beantworten, denke ich mal. Die Frau Vicky Rothe hat gleich zwei Fragen gestellt. Die erste wäre, wo werden denn die Arbeitsergebnisse des Projekts GND4C publiziert? Ich vermute, da können wir einfach mal den Link in den Chat posten. Ja, vielen Dank. Genau, die Ergebnisse werden derzeit in dem öffentlichen GND-Wiki bereitgestellt, in das Sie auch einlesen können. Ab und zu haben wir auch Veröffentlichungen, der letzte bei der OBIP zum Projektstand, das ist so eine Art Zwischenbericht, den Sie einlesen können.
Haben wir dazu den Link auch, Patrick? Kannst du den vielleicht auch nochmal reingeben? Dann kann Johannes am besten mal im Hintergrund raussuchen. Dann würde ich die nächste Frage schon mal stellen. Die ist nämlich ein bisschen länger. Nämlich auch Frau Roth hat gefragt, wir als Landesarchiv schaffen gerade Voraussetzungen, Normdaten in unsere Erschließungsdatenbank zu integrieren und bei unserer Erschließungsarbeit einzusetzen. Wir würden uns gerne als Landesarchiv einbringen und in der GND neue Datensätze einpflegen oder berichtigen. Welche Möglichkeiten bestehen außerhalb von Baden-Württemberg für Archive anderer Länder? Wird es eine Agentur für Archive geben? Ja, genau, ja. Es waren jetzt mehrere Aspekte. Die Beteiligungsmöglichkeit oder als Beteiligungsmöglichkeit ist sicherlich der einfachste Weg, der Weg über die Webformulare. Die gehen die Webformulare, die von der DNB eben bereitgestellt werden. Voraussetzung dafür ist, dass man aber eigentlich eine Agentur im Hintergrund hat, die für einen dann die Redaktionsarbeit übernimmt. Die Frage war noch, ob es zukünftig eine GND-Agentur für Archive geben wird. Von unserer Seite aus haben wir halt eben erstmal den regionalen Ansatz gewählt, weil wir so den nationalen Ansatz gar nicht spielen konnten. In der GND, in der Minicon, gestern war es, gab es ja eine Minicon GND for Archives. Da hat sich ja schon eine Interessensgruppe gebildet, um aktiv an der GND mitzuarbeiten. Da ist am Rande, meine ich, gehört zu haben, auch schon der Gedanke zumindest gedacht worden, ob es nicht auch eine nationale Agentur für Archive braucht. Also da wäre die Empfehlung, sich am besten mal an die Frau Sprau, war das, glaube ich, zu wenden und in dieser Arbeitsgruppe, in dieser Interessensgruppe mitzuarbeiten. War es noch ein Aspekt, den ich jetzt vergessen habe? Oh, nee, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut soweit. Ja. Dann würde ich jetzt mal zwei Fragen zusammenfassen, nämlich von Yvonne Jahns und Franziska Voss. Da wurde nämlich einmal gefragt, wie viele Personalmittel und Personalstellen haben die GND-Agenturen? Und die andere Frage war, wie viele Personen arbeiten in der Agentur? Das ist auch relativ schnell zu beantworten. Ich fange erstmal von unserer Seite aus an. Also momentan läuft das alles im Rahmen noch vom Projekt GND4C ab. Also es sind zwei Projektstellen, die sich neben der eigentlichen Projektarbeit dann eben noch in die Sache der Agentur einbringen. Wobei wir in Leo BW regional eben den Rückhalt noch haben, angeschlossen ans BSZ und zumindest mal einige Kolleginnen mit Fragestellungen dann auch tangieren dürfen. Aber die eigentliche Agentursarbeit, Datenredaktion ist es ja bei uns vor allen Dingen, hängt wirklich an zwei Personen nebenher. Ja, bei uns im Pilotbetrieb sozusagen, den wir hoffentlich bald gründen werden, wird es sich zunächst auf eine Stelle belaufen, die wir auch aus den Projektmitteln vorerst finanzieren müssen. Das bedeutet, das ist eine Vollzeitstelle. Angedacht ist es, dass wir zumindest einen Teil des technischen Supports über eine Anbindung auch an die DDB-Fachstelle mittragen können. Wir möchten ja auf Lido umstellen. Die DDB-Fachstelle arbeitet derzeit mit WebEx. Und da hoffen wir sozusagen über die Lido-Arbeit und Transformationsprozesse der DDB-Fachstelle unser Lido für die GND-Toolbox abzugreifen, sodass wir zumindest einen Teil der Transformation auch über die Kollegen in der DDB-Fachstelle Denkmalpflege teilen können. Derzeit warten wir noch drauf, wie sich das weiterhin gestaltet. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass wir erstmal nur eine Stelle dafür vorgesehen haben.
und deswegen uns auch erstmal nur auf das Landesdenkmalamt Bremen mit seiner Datenlieferung, die wir im GND4C bekommen haben, fokussieren und dann auch zunächst erstmal an die Denkmalpflegeeinrichtungen, die bereits an die DDB liefern. Natürlich haben wir da ein paar Präferenzen und sind gerne bereit, auch unser Portfolio auszuweiten. Aber das wird erst möglich sein, wenn wir eine Finanzierung am Start haben, die uns über das Projekt hinaus unterstützen kann. Und dann können wir auch andere Datenlieferanten mit aufnehmen. Aber mit einer Stelle wird es erstmal eine Weile dauern. Also da deswegen habe ich auch in meinen Folien immer wieder auf die Geduld verwiesen. Das sind die ersten Schritte und wir brauchen erstmal vor allen Dingen einen Wink von oben, der uns die Finanzierung sichert. Und dann können wir peu à peu in die Arbeit einsteigen. Wir hoffen auf geteilte Redaktionsarbeiten durch die Anwendung von anderen Einrichtungen im Bereich Bauwerke und Architektur, um somit die Arbeit so ein bisschen zu verteilen, ähnlich wie dies die Bibliotheken ja auch machen. Dankeschön. Dann haben wir jetzt noch eine Frage von Herrn Frank Hüter. Verstehe ich es richtig, dass bei den Agenturen ein Nebeneinander von regionalen GLEM-Agenturen und spezifischen Entitätenagenturen vorgesehen ist? Falls ja, wie ist hier die Abgrenzung vorgesehen? Oder anders gefragt, wer kümmert sich um Bauwerke in Baden-Württemberg? Also die Ausprägung von Agenturen können ja wirklich verschiedenartig sein. Es gibt eben das Regionalmodell, das sich ja auch deckt mit den regionalen, agierenden Verbundzentralen im Bibliotheksbereich. Das ist ja jetzt so nichts wirklich Neues. Es gibt fachliche Ausrichtungen, sei es an einem Themengebiet wie AV-Ressourcen oder sowas oder Werke und eben spartenbezogen auch. Da kann ich vielleicht übernehmen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich als GND-Agentur Bauwerke einen bundesweiten Ansatz anstreben und wir auch hoffen, dann auch von den Kollegen aus Baden-Württemberg hier und da vielleicht potenzielle Kunden und Agenturkandidaten oder Redaktionskandidaten zugespielt zu bekommen. Derzeit ist es aber leider so, dass wir während, wie schon erwähnt, während der Projektphase keine neuen annehmen können, da wir mit den LAD Bremen-Daten sehr ausgelastet sind und erstmal ein gutes Standbein brauchen, um später die Transformationsprozesse und die Matching- und Mapping-Prozesse etwas flüssiger und funktionaler und auch ressourcenschonender einsetzen zu können. Prinzipiell sind Sie herzlich willkommen, mir eine E-Mail zu schreiben und Ihren Bedarf auch schon jetzt kundzutun. Wir können natürlich Informationen jetzt schon jederzeit bereitstellen und Sie beraten, aber konkret Daten oder Redaktionsarbeit übernehmen können wir aufgrund von fehlenden Ressourcen für weitere Kundenkreise derzeit nicht leisten. Ja, ergänzend dazu vielleicht noch, wir sind ja prinzipiell spartenübergreifend angelegt, also Bauwerke oder Denkmalbereich, sagen wir mal so, wär bei uns ja auch schon, wenn es in Baden-Württemberg bezogen ist, ja jetzt schon auch denkbar. Wir haben von den Fallbeispielen, die das LABW und das BSZ im GND4C-Projekt bearbeitet haben, eine Expertise erworben hinsichtlich der Personen und der Geografiker. Also da sind wir schon recht sicher im Umgang damit. Aber uns ist natürlich klar, dass wir als Agentur, mittel- bis langfristig schon auch uns um die anderen Entitätstypen kümmern werden müssen. Und es durchaus ja auch die Möglichkeit besteht, wir arbeiten ja im Projekt eng zusammen, dass man auch da über Agenturkooperationen dann sich miteinander vernetzt und austauscht. Ja, richtig. Genau.
Frau Barbara Fischer hat auch von der DNB hat auch noch ein paar Links geliefert, die habe ich weitergeleitet. Ich hoffe, die sehen Sie dann auch im Chat. Können Sie auch gerne nochmal nachstöbern. Jetzt haben wir noch eine Frage von Frau Barbara Fichtel. Von wie vielen neuen Agenturen aus dem Kulturbereich gehen Sie zukünftig aus? 10 bis 20 oder mehr? Das wäre schön. Ich kann da tatsächlich keine Aussage treffen. Das wird die Zeit zeigen. Ich glaube, the more the merrier. Die Frage ist nur, ob das in einigen Bereichen, wenn man ähnliche Ziele verfolgt, nicht sinnvoller ist, sich gleich zusammenzuschließen. Dafür sind diese Foren und Informationsplattformen, die die GND-Dach-Doku bereitstellt und auch auf der GND-Seite, auf der neuen Homepage nachlesbar sind, ein super Mittel, um sich erstmal auszutauschen. Und dafür soll auch zukünftig mehr und mehr die GND-Con und andere Formate wie die Gesprächsreihe dienen, um den Austausch zu befeuern und dann auch zu gucken, ob es nicht sinnvoll ist, sich zunächst als Interessensgemeinschaft zusammenzubilden, bevor man eine Agentur gleich gründet. Denn wie wir jetzt schon öfters berichtet haben, und ist es schon wichtig, dass man arbeitsteilig arbeitet, ansonsten ist es schwer zu finanzieren. Und aber im Prinzip so viele, wie viele Bibliotheksverbundzentralen gibt es, wie viele Verbünde darunter. Also ich glaube, wir orientieren uns zunächst an dem, was wir haben. Und Sie können ja bereits jetzt schon sich auch an bestimmten Bibliotheken wie den Kubikat-Verbund melden, wenn Sie im Bereich Architektur und Kunst agieren. Und notfalls werden Sie dann, oder von der DNB, Deutschen Nationalbibliothek, notfalls werden Sie dann an entsprechende Agenturen einfach mit Ihrem Anliegen weitergeleitet. Und so wird es auch zukünftig funktionieren. Haben Sie ein Interesse, melden Sie sich. Sie kriegen Ihre Informationen und im besten Fall wird Ihnen gesagt, es gibt dazu schon eine Agentur. Sie können sich ihr anschließen oder zumindest erstmal Informationen zu dieser Agentur abgreifen. Genau, aber ich denke, es ist auch noch ganz wichtig zu sagen, je mehr Interesse da ist, desto besser ist es natürlich auch für uns und desto mehr politisches Gewicht bekommt die Sache auch. Insofern freuen wir uns natürlich über jede Institution, die auch Interesse hätte, bei einer Agentur mitzuwirken oder selbst eine zu gründen. So, dann habe ich noch eine Frage direkt an Martha. Mhm. Wie weit ist der räumliche Fokus der GND-Dateien für Bauwerke, national, europäisch oder weltweit? Kam von Slavek Siki. Ah. Hallo Slavek, ja, herzlichen Dank für diese Frage. Zunächst natürlich erstmal gucken wir was bundesweit. Wir schauen auf die Denkmalpflegeeinrichtung als unseren ersten Fokus. Und wenn das ganze Spiel ins Rollen kommt, sind wir natürlich gerne bereit, den Fokus auszuweiten. Wir haben über das DDK, und ich hoffe, ich habe das ein bisschen verdeutlicht, wir können natürlich auch internationale Kooperationspartner, vor allen Dingen, wenn wir nach Italien schauen, mit Rom und Florenz und auch mit anderen Kollegen im deutschsprachigen Raum. Somit wären die ersten Schritte auch für einen zumindest europäischen Verbund natürlich da, den man nachnutzen könnte. Aber wir backen zuerst unsere Brötchen etwas kleiner, um nochmal auf das Schaubild von den Bürgern zurückzukommen. Denn wir möchten genügend Basis haben. Bevor wir in die Ferne schauen, möchten wir erst sicherstellen, dass das, was wir leisten können, tatsächlich auch umsetzbar ist. Und deswegen auch nochmal natürlich die Bitte, sofern Sie Interesse haben an einer zukünftigen Kooperation, sind Sie herzlich eingeladen, sich an uns zu wenden. Und wir berücksichtigen das sehr gerne und treten mit Ihnen in Kontakt. Denn wir sind noch im Aufbau und wir sind sehr offen für weitere Ideen. Und ich glaube, wir brauchen alle kreative Ansätze, damit es funktioniert und damit wir zukunftsweisend auch beispielhaft vorangehen können. Zumindest zunächst für den deutschlandweiten Raum und hoffentlich zukünftig auch weiter. Danke.
Die Frage war gut. Das Gute kommt immer zum Schluss. Das war nämlich auch unsere letzte Frage, wenn ich das richtig sehe. Also wenn jetzt nicht ganz spontan noch was aus dem Zuschauerraum käme. Oh, doch, da kam sogar noch eine große Frage. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Von Franziska Voss. Wie werden Fachwissenschaftlerinnen in die Agenturarbeit eingebunden? Gerade mit Blick auf Domänen, Ontologien und oder Sach- und Fachbegriffe ist eine Einbindung der Fachcommunities wichtig. Wie werden Fachwissenschaftlerinnen in die Agentur eingebunden? Ah, okay, das hat sich nochmal wiederholt. Ja. Also uns ist es sehr wichtig, das Fachwissen abzugreifen und das in unsere Arbeit mit einzubauen. Wir selber sind darauf angewiesen, dass wir immer wieder auch in Austausch mit solchen Experten kommen. Derzeit ist es so, dass wir auch für das Datenmodell, das uns vorschwebt für eine verbesserte Bauwerksontologie innerhalb der GND, auch schon bestimmte Aspekte aus dem eigenen Haus mit einbinden, die wir erarbeiten. Solche Dinge wie, dass Sachbegriffe für uns als Plus-Agentur sehr wichtig sind. Normalerweise ist es nicht gerade Hauptzweck Nummer eins oder Priorität, auch Sachbegriffe bei der Erfassung von Bauwerken anzulegen. Man kann es aber tun. Und wir sagen aber, wir brauchen diese unbedingt. Und die Sachbegriffe, die wir einbinden wollen, müssen wir erst einmal mit den bereits vorhandenen in der GND abgleichen. Und auch zu gucken, ist denn die Datenlage die gleiche? Meint Kirche aus dem Quelldatensatz tatsächlich auch die Kirche in der GND? Das ist nämlich nicht so. Und da sind uns in den Analysen viele Begriffe entgegengeschwappt, die wir vielleicht aus dem kunstwissenschaftlichen und historischen Bereich länger schon in unseren Erfassungssystemen benutzen, die GND aber anders konnotiert. Das ist nicht schlimm und das soll uns auch nicht daran hindern, unsere Fachkenntnisse zu behalten. Aber wir müssen diese Dinge aufeinander abbilden lernen. Und deswegen auch aus meinen Folien der Verweis auf unsere Arbeit, die LAD Bremen-Daten, die als Basisvokabular zu benutzen. Wir sind gerade dabei, diese Liste in Xtree von Digikult abzubilden, um tatsächlich intellektuell jeden einzelnen Begriff mit der GND abzugleichen und zu gucken, welche Begriffe matchen überhaupt auf das Prinzip von Bauwerken in den Regelwerken der GND. Das ist eine lange und sehr minutiöse Arbeit. Und wir erhoffen uns dadurch, ein großes Portfolio an Begriffen festlegen zu können, zumindest anhand derer wir tatsächlich besser matchen können und die wir auch benutzen können, um Fachvokabular, das notwendig ist, um bestimmte Begriffe oder bestimmte Objekte zu beschreiben, auch dann einbinden wollen in die GND. Natürlich. Also das ist auch unser Ziel. Und somit wären wir wieder zurück bei der Frage, ist es nur entitätenbezogen auf Bauwerke? Bauwerke bestehen aus so vielen Entitäten, die auch die Binnenreferenzierung innerhalb der GND immer wieder abbilden. Also es ist auch wichtig, dass ein Bauwerk einen Ort hat, Personenbezüge hat. Und diese alle werden wir mit berücksichtigen und tatsächlich auch immer wieder mit einspielen wollen. Also das ist schon unser Ziel. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Ich denke und hoffe doch auch. Ja, dann haben wir quasi fast eine Punktlandung hingelegt. Also ich sehe jetzt keine Fragen mehr, aber wir sind ja auch fast auf halb jetzt. Also Zeit für die Pause. Wenn Ihnen doch noch Fragen einfallen, dann gerne einfach einen Chat notieren. Wir haben nachher noch eine kurze Fragerunde. Und wie gesagt, die Fragen gehen ja auch nicht verloren. Also die würden wir dann auch online gerne noch beantworten. Wenn jetzt von den Referenten nichts mehr zu sagen ist. Genau, wir sehen uns gleich wieder in 10 Minuten um 12.40 Uhr und dann wird es um den zweiten Teil der Session gehen, und zwar um unsere Lessons Learned. Ich hoffe, Sie alle wiederzusehen. Lüften Sie nochmal durch, beißen Sie in ein Brötchen, machen Sie sich nochmal einen Kaffee. Gleich geht's weiter. Vielen Dank.
Dankeschön. So, jetzt müssten wir auch langsam wieder alle eintrudeln. Hallo Jens, wir haben noch eine Frage von Frau Gutandin. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Können wir vielleicht gerade noch mal darauf eingehen, bevor wir mit dem dritten Teil weitermachen? Warten wir noch bis. Vorlesen. Können Sie das etwas konkretisieren, wenn Sie sagen, dass Fachvokabular, in Klammern Sachbegriffe, in die GND eingebracht werden sollen, wenn es in der GND bereits einen gleichlautenden, aber anders definierten Begriff gibt? Sehen Sie das Fachvokabular dann eher in einem Plusbereich? Ja, also dann zunächst einmal auf den ersten Teil der Frage. Wenn es denn ein adäquates Vokabular schon in der GND gibt, bringen wir natürlich das Neue nicht ein, sondern müssen dann sehen, ist es synonym? Und dann würden wir es natürlich ergänzend in den schon bereits vorhandenen GND-Daten dann mit eintragen. Alle weiteren Vokabulare ist laut dem Modell, das auch Matthias Manecke vorgestellt hat in der GND-Con bereits, so, dass wir tatsächlich das in den Plusbereich zunächst sehen, der für uns wichtig ist als GND-Agentur, insbesondere im Bereich für die Bauwerke. Also ja, wir würden dann diesen Begriff prüfen, wenn es kein adäquates Synonym in der GND bereits gibt, würden wir das neu einbringen, ja. Das ist ja auch der Sinn und Zweck, dass wir die Datensätze, die dann auch damit neu einhergehen, innerhalb der GND referenzieren können. Gerne. Genau, das war es dann. Ansonsten gab es nur noch Applaus von Jürgen Kett, den ich gerne auch noch weiterleite. Und dann können wir jetzt ja fortfahren. Genau. Ich muss mal gerade die ganzen Panels schließen, bevor ich meine eigenen Notizen gar nicht mehr sehe. Denn meine Redezeit geht gleich los. So. Ja, willkommen zum dritten Teil der Lessons Learned. Und wie in jedem Projektmanagement haben wir auch wir Meilensteine gesetzt. Über einige sind wir natürlich auch gestolpert. Wie soll es denn auch anders sein? Dadurch lernen wir ja auch. Wir verstehen uns als Mittler zweier recht unterschiedlicher Welten, also als Bindeglied in einem dynamischen Prozess der Weiterentwicklung für die Öffnung der GND. Doch dies beinhaltet auch immer eine Veränderung, die im bestehenden und aber auch im neu zu gründenden sozialen Gefüge stattfinden muss. Wir müssen also erstmal eine Gemeinschaft bilden. Als solche durchlaufen wir gemeinsam einen Prozess, der typisch für ein Change Management ist, mit all seinen Höhen und Tiefen. Wir alle wollen in diesem Prozess gesehen, gehört, akzeptiert werden, so divers, dezentral wir auch sind. Als zukünftige Gemeinschaft sind wir mehr als nur Zahlen in einem digitalen Managementkurve. Aus diesem Grund werde ich Sie jetzt anhand einer eher vielleicht unkonventionellen Veranschaulichung durch unseren Lernprozess führen. Dazu bediene ich mich des sozialpädagogischen Konzeptes von Inklusion hin zu einer erfolgreichen Integration mit dem Ziel, diese Inklusion wie ein roter Faden für die nächsten Minuten. Bevor ich das tue, hier nochmal kurz ein kleiner Rückblick auf unsere Basis. GND4C ist nur eins von vielen Projekten im GND-Entwicklungsprogramm 2017 bis 2021. Unser Projektziel ist die Erweiterung der GND für die umfassende Mitwirkung durch nicht-bibliothekarische Einrichtungen des kulturellen Sektors. Was sind also unsere bisherigen verinnerlichten Lektionen? Kommen wir zunächst zu dem offensichtlichen: Diversität. Es gibt lokale Redaktionen, Verbundredaktionen und jegliche mögliche andere Redaktionen im bibliothekarischen Sektor. Es gibt Museen, Archive, Dokumentationsinstitute und vieles, vieles mehr.
Sie alle unterscheiden sich in ihrer Diversität im Hinblick auf Datenstruktur, Datenqualität und ihre Infrastruktur. In einem solchen komplexen Gefüge ist es nicht ungewöhnlich, diese Diversität zunächst zu sortieren, um weitere Gemeinsamkeiten festzustellen. Im sozialpädagogischen Konzept sagt man dazu Exklusion. Exklusion ist laut Duden relativ negativ konnotiert. Es bedeutet Ausschließung, doch trifft es auch ein bisschen auf unsere Lessons Learned zu. Denn sonst würden wir auch nicht von der Öffnung als Gegenpol sprechen. Die Bibliotheken und Kultureinrichtungen können aber einen gemeinsamen Nenner bereits identifizieren. Und es ist auch trotz diverser Ungereimtheiten sofort einsetzbar. Voraussetzung ist, dass die Kultureinrichtungen teilnehmen können. Ohne Mühe wird es zunächst nicht gehen, aber zumindest mit der Aussicht auf Hilfestellung durch Leitfäden, die wir entwickeln. Die gewünschte Datenqualität ist nicht immer auch die selbst umgesetzte Realität. Leichen hat nicht nur die GND im Keller. Jede Kultureinrichtung wird mit Repositorien, wird mir da zustimmen. Die GND kann sich dies jedoch nicht wirklich leisten als erhofftes Rückgrat im semantischen Netz. Sie braucht unsere Hilfe, damit sie nicht nur den Ansprüchen der Communities, sondern auch ihren eigenen entsprechen kann. Im Bereich der Infrastruktur haben Bibliotheken aber einen alten und gewachsenen Vorteil, den sie teilen lernen müssen. Die Kultureinrichtungen können nur von gemeinsamen Standards und Organisationsstrukturen in dem Ausmaß der GND-Kooperative träumen. Wir brauchen also ein verstärktes Hilfeangebot auch von ihr. Wir müssen also nicht nur die Wege der Partizipation kennen, sondern sie auch aktiv aus zunächst intrinsischer Motivation beschreiten. Das alles ist natürlich mit Kosten verbunden. Das bedeutet mehr Verantwortung, die auf die kooperative zukommt und mehr Initiative, die von Community her ausgehen muss. Was heißt das im Einzelnen? Das Projekt zeigt anhand von Analysen, wie die Bestandsaufnahme ist. Viele Wege führen zur GND, aber es gibt bislang kaum Beschilderungen, die die Kulturschaffenden verstehen. Wie bereits erwähnt, wurde der Ausbau der Transparenz und der Dokumentation bereits als wichtiger Faktor aufgespürt. Aber es wird Zeit brauchen, bis diese Masse an neuen Informationen verarbeitet und veröffentlicht ist. Den GND wird das nicht alleine tragen können. Insbesondere die Kulturschaffenden sind hier gefordert, diese Chance als solche zu erkennen und wahrzunehmen. Wo es in Bezug auf Begriffe Klärungsbedarf gibt, da müssen die unterschiedlichen Bedeutungszuweisungen geklärt und eine eindeutige Definition oft vorgelegt werden. Nicht nur in der GND. Dazu gehört auch, die eigenen Systeme und Vokabulare zu überdenken und sie notfalls neu zu prüfen. Welche Anforderungen umsetzbar sind, zeigt sich meist erst beim Mitwirken selbst. Vieles, was wir uns vorgenommen haben, wird seine Zeit brauchen, wie schon erwähnt, bis es Wirklichkeit wird. Es braucht also eine gute Portion Vertrauen in diesen dynamischen Prozess. Die gute Nachricht ist, Sie können aktiv bereits jetzt schon daran teilnehmen, damit es schnell vorangeht. Wie gingen wir weiter vor? Im pädagogischen Ansatz findet vor der Integration in ein neues System eine Segregation statt. Ein etwas adäquaterer Begriff für unsere Anschauung ist jedoch der Begriff des Clustering aus der Informationswissenschaft. Dazu sehen wir uns bestimmte Anwendungsfälle im Hinblick auf thematische Fähigkeiten sowie Eigenschaften, die sich als nutzbringend für beide Gruppen erweisen, zunächst an. Diese werden identifiziert und strukturiert. Und im Projektkontext stießen wir auch mal auf Sackgassen. Also haben zum Beispiel einige Fallbeispiele nicht zur Schärfung der Bedarfe beitragen können. Zum Glück gehört aber auch das in die Arbeit, in die wissenschaftliche Arbeit mit hinein. Durch diese Exklusion einiger Fälle haben wir zumindest im Ausschlussverfahren mehr über die Bedarfe gelernt. Best or worst practice is only a point of view. Also für uns ist das Glas halb voll. Integration
ist ein gemeinsames Nebeneinander von Fähigkeiten und Eigenschaften. Sie beruht auf der Tatsache, dass es ein dominantes Umfeld gibt, dem sich andere Systeme anschließen. In Bezug auf die anfangs erläuterte Diversität bedeutet das in erster Linie jedoch Integration, ist also ein Geben und ein Nehmen. Wir müssen von dieser Vielfalt Gebrauch machen und kreative Lösungen für komplexe Fragen zu finden. Es bedarf dafür eine Handvoll Werkzeuge, wie wir schon öfters vermerkt haben. Dazu gehört auch die GND-Doku-Plattform als gemeinsame Basis, die neue GND-Homepage, die bereits seit einiger Zeit am Laufen ist, aber auch die Weiterentwicklung von Anwendungsprofilen, von Webformularen, die wir vielleicht auch neu oder umbauen müssen, und von Leitfäden für diese Prozesslandkarte, die wir veröffentlichen wollen. Natürlich zählt dazu auch die GND-Toolbox, über die wir nachher in unserer zweiten Session auch nochmal sprechen werden. Diese Werkzeuge sollen helfen, die Partizipation zu fördern. Gute Ideen und Entwicklungen brauchen aber auch immer Förderer. Dies geht nicht ohne entsprechende Lobbyarbeit. Wir brauchen eindeutige Signale auf politischer Ebene, die uns in unserer Überzeugung unterstützen und diesen Prozess und diese Vision auch mit uns teilen. Inklusion bedeutet die Anpassung an die neuen Bedürfnisse und die gemeinsame Weiterentwicklung. Es ist eine Zukunftsvision einer Gemeinschaft, die finanzielle und strukturelle Hürden auf beiden Seiten überwunden hat und sich in ihrer Diversität anerkennt und dies als Vorteil zum gemeinsamen Wachstum anerkennt. Vielen Dank. Können wir direkt zu den Fragen übergehen. Ja, vielen Dank, Martha, aber leider gibt es noch keine Fragen. Also was heißt leider? Vielleicht hast du auch einfach alles so wunderbar erklärt, dass sich das übrig hat, aber jetzt ja, wäre die dann ist Zeit. Ja alles klar. Wenn von Ihrer Seite aus keine weiteren Fragen kommen, haben wir vielleicht noch ein paar Fragen an Sie. Und zwar, wer von den Teilnehmenden hier ist denn überhaupt an einem Prozess, wie wir ihn derzeit begleiten und etablieren wollen, selber im Haus interessiert? Also gibt es von den Teilnehmenden tatsächlich auch Interessenten für eine Agentur oder zumindest für eine Redaktionsarbeit in der GND? Ich würde mich über eine Wortmeldung sehr freuen und auch gerne erfahren, aus welchem Bereich Sie kommen und wo Sie Handlungsbedarf sehen. Denn ich glaube, wir sind da nicht alleine mit der Anforderung an die GND als Kulturschaffende, sondern nur der Auftakt für die zukünftige Zusammenarbeit. Wenn Sie einfach nur generelles Interesse haben und sich jetzt nicht zu Wort melden wollen, dann können Sie auch gerne die Handheben-Funktion nutzen. Dann sehen wir zumindest mal, ob es generell ein bisschen Interesse gibt. Oh ja. Wer hebt denn da die Hand? Kannst du das sehen, Patrick? Das kann man sehen, aber jetzt kam gerade auch noch eine Frage. LWL Archivamt für Westfalen. Als Agentur dürfte das aus personellen Gründen derzeit nicht in Frage kommen, sagt Herr Stefan Schröder. Das ist natürlich schade, aber Ihnen auch verständlich. Ja, das sehen wir leider immer und immer wieder. Die Bedarfe sind groß und die Frage ist, wie kann man die in den bereits vorhandenen Strukturen tatsächlich umsetzen. Das ist nicht einfach und wie ich auch in dem Vortrag gerade darauf eingegangen bin, es braucht Lobbyarbeit und es braucht mehr Hilfe aus der Politik und aus den oberen
Managementebenen, um diese Vision tatsächlich auch umzusetzen oder zumindest in Gang zu bringen. Aber hier auch ein positives Signal. Frau Mila Runwert schreibt, die TIB bewirbt sich als Agentur für Naturwissenschaften und Technik. Oh, wow. Ja, das ist natürlich spannend. Haben Sie denn einen bestimmten Bedarfsbereich, den Sie nicht abgedeckt sehen, über den Sie mit uns sprechen möchten? Dann können wir Ihnen gerne Sprechzeit, also das Mikrofon freischalten, wenn Sie möchten. Teilen Sie sich uns mit. Wir sind hier zwar eine große Runde, aber dennoch sind wir immer dankbar für jede Ansätze und auch Bedarfsanfragen. Ja, vielen Dank. Sie dürfen gerne reden, wenn Sie möchten. Dankeschön. Also wir würden gerne, gerade was die Fachkombination Technik-Naturwissenschaften angeht, die GND ein bisschen weiter mitgestalten. Da gibt es ja zum Teil ein paar Lücken. Auch was die GND-Systematik betrifft, würden wir das gerne ein bisschen auf ein gleiches Level bringen wie zum Beispiel Rechtswissenschaften oder Medizin und natürlich auch die Instrumente ausbauen zur GND-Pflege. Das ist ja alles im Moment so ein bisschen, ich sage mal, Digitalisierung erster Generation aus den 90er Jahren. Damit arbeiten wir ja quasi immer noch. Und jetzt können wir ja Sachen wie Usability und User Experience mit reinbringen und das auch ein bisschen nutzungsfreundlicher machen, ohne den Anschluss an Linked Data zu verlieren. Ja, wunderbar. Haben Sie dazu vielleicht auch schon eine Art Interessensgruppe, wo Sie weitere Bedarfe nicht nur aus Ihrem Bereich evaluieren können, um konkrete Anfragen an die GND in dieser Hinsicht schon zu formulieren? Nicht, dass ich wüsste. Wir fangen ja jetzt gerade erst an, unsere Argumente zu sammeln, was uns als Agentur qualifiziert und was wir dann damit machen wollen. Ja. Ja, Sie sind herzlich willkommen mit Ihren Anforderungen und das ist der Stoff, aus dem die Zukunft gemacht ist. Also nur Mut auch zur Lücke. Wir sind gespannt, was daraus wird. Wunderbar. Vielen Dank für Ihren Wortbeitrag. So, gibt es denn noch weitere Fragen? Ansonsten können wir auch, dann kommt die Pause, nicht wahr, die große? Wir haben viele Pausen für Sie eingebaut, damit Sie auch ordentlich noch im Saft stehen, wenn es zum zweiten Teil geht. Ansonsten, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, würde ich gern noch einmal, oder Patrick, wie sieht's aus? Nee, ne? Das war's. Ja. Würde ich gerne nochmal auf unsere Dokumentation eingehen, wie schon mehrfach angedeutet. Ich habe gerade noch eine kurze Wortmeldung. Ja, bitte. Von Frau Tamara Käfer. Grundsätzlich hätte ich Interesse an einem Beitrag zur GND, aber leider gilt in meinem Hause Stadtarchiv Graz dasselbe wie für das LWL, leider keine personellen Kapazitäten. Bauwerke wären speziell von Interesse für uns, aber eigene Datengrundlage noch unzureichend für Tiefenerschließung und fehlendes Personal. Wäre aber super zu erfahren, ob es in Österreich was gibt. Wir hoffen auf die Zukunft. Ja, also ich möchte Sie da in diesem Hinblick, das war aus dem Archiv, ja, nochmal auch auf die Interessensgruppe Archiv verweisen, die sich neuerdings gegründet hat, die Sie gerne als Mitglied bestimmt aufnimmt, um Ihre Bedarfe mitzudiskutieren und diese dann gebündelt an die GND weiterleiten zu können. Also ich habe jetzt gerade keinen Link parat. In Twitter hat GND.net auf jeden Fall nochmal drauf verwiesen. Und Sie können das gerne auch in den Wiki-Seiten zu der Session von der Interessensgruppe Archiv nachlesen und sich dort auch hinwenden. Als Ergänzung vielleicht noch von meiner Seite. Ich weiß, dass es vor einiger Zeit mal im GND-Ausschuss eine Anfrage seitens
Archive aus Österreich gab. Habe jetzt aber leider nicht präsent, welche Art das war oder von wem das kam, aber das können wir sicherlich heraussuchen und dann vielleicht im Nachgang den Kontakt auch herstellen, dass sie zumindest mal innerhalb von Österreich sich auch miteinander kurz schließen können. Ja, schreiben Sie uns direkt an. Genau. Dann komme ich noch mal ganz kurz zur Dokumentation, bevor es in die Mittagspause geht und wir Sie für eine halbe Stunde entlassen und hoffentlich dann auch wiedersehen. Wie gesagt, es wird im Nachklapp zu der Agentur noch eine Umfrage geben, die wir anhand der Teilnehmerliste gerne an Sie richten möchten, in der Hoffnung, dass Sie uns auch noch mal ein konkretes Feedback, das wir auswerten können, geben. Seien Sie also nicht verwundert, wenn im Nachklapp dann noch mal von unserer Seite her was kommt. Wir dokumentieren alles im GND.com-Wiki und werden sicherlich noch das eine FAQ hinzufügen und die ein oder anderen Infomaterialien dort bereitstellen. Ja, Jens, magst du ein Schlusswort sagen, bevor es in die Pause geht? Ja, ich fand das jetzt zum Ende hin war es eine ganz spannende Diskussion. Wir freuen uns über Ihren Input, den Sie uns auch gerne im Nachgang an die beiden hier angegebenen Adressen uns zukommen lassen können. Und ja, wir freuen uns auf weitere Meldungen und wünschen Ihnen jetzt erstmal eine schöne Pause und sehen uns hoffentlich alle nachher in der zweiten Session, wo es dann um die Checkliste als Qualitätsmaßstab geht. Vielen Dank von unserer Seite. Herzlichen Dank, bis gleich.